So, herzlich willkommen zum zur ja, letzten Folge für diese Woche. Oder mache ich 6 Folgen für Samstag auch noch gleich mit? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ja. Also zur vorletzten Folge, willkommen zur vorletzten Folge. Also, Kamera. Schon wieder mitten im Gesicht. Danke dafür. Hi, ich bin Hatsune Miku. Ja, okay, komm, lass mal hier. So, let's go! Yay! So. Wir haben ein Schwert, wir haben eine Axt. Sollte eigentlich alles sein, was wir brauchen. Also gehen wir mal direkt los. Wenn wir zurückkommen, ist wahrscheinlich hier alles bereits gewachsen. Das wäre sehr geil. So. Ist schon eine geile Gegend hier. Hat sich gelohnt, bis hierhin zu laufen. Schöne Gegend. Warum ist hier Stein? Oh, hier ist eine Mine. Also eine Schlucht. Naja, gut, eine kleine Schlucht. So, schön ist, wir können uns hier auch kaum verlaufen, weil wir einfach nur dem Ufer folgen müssen. Ist von der Navigation sehr, sehr geil. Finde ich. So viele kleine Minischluchten hier. Oh, okay, die ist ein bisschen größer. Interessant. Hier ist einfach nur Wald, hier ist gar nichts. Schade eigentlich. Aber da hinten habe ich was gesehen, da hinten gibt es Melonen. Kürbisse. Und wenn es denn Kürbisse gibt, gibt es da vielleicht auch Melonen. Ja genau, hier ist ein Dschungelgebiet. Also so ein Semi-Dschungelgebiet, also das, was halt unter Minecraft-Dschungel ist. Ja, schön, schön, schön. Schönes Ding. Naja, da hinten ist ein Kürbis. Jetzt brauchen wir nur noch das gleiche in Grün, dann haben wir's. Unfortunately ist es hier leider sehr kahl, was so Wuchsreihen angeht. Hinten vom Ufer sah es hier belebter aus. Guck mal, da hinten leben wir, da hinten wohnen wir. Oh mein Gott. Oh. Hier wächst ein bisschen Spargel. Da oben wächst ein bisschen Gravitätsaffinität, keine Ahnung. Ja, hier ist gar nichts, das ist ja absolut gar nichts. Das ist ja einfach nur Bäume. Hier wächst nicht mal Gras. Was ist denn los hier? Das ist doch so eine Scheiße. Ich will mein Geld zurückhaben. Das ist doch Bullshit. I need my money. Bitch, but I have my money. So, gehen wir hier mal ein bisschen direkt hoch. Können wir uns mal direkt verlaufen. Wobei, wir haben da einen großen Berg. Der ist als Orientierungspunkt relativ gut geeignet. So, probieren wir gleich mal die Fackeln aus. Ah, guckt euch das doch an, Alter. Was? Spiel, bitte. Beunruhige mich nicht. Ja, aber hier geht es leider sehr tief runter. Das heißt, wir werden hier nicht runtergehen. Aber zumindest schön zu sehen, dass meine Mod funktioniert. Ich meine, klar funktioniert sie. Auf dem anderen Minecraft-Server funktioniert sie ja auch. Also warum sollte sie hier nicht funktionieren? Ja. Tja, aber leider keine Melonen weit und breit zu sehen. Und nein, das war jetzt kein Frauenwitz, sondern ich meine die echten Melonen. Regnet es draußen? Alter, draußen ist so windig. Ich dachte gerade, es regnet draußen. Ich will hier durch.
Gut, hat vielleicht nichts gebracht. War aber trotzdem interessant aus. Wo ist der große Berg? Der müsste da irgendwo sein, richtig? Oder auch nicht? Hallo? Wo ist der große Berg? Ja, super. Ah, doch, da hinten. Wie haben wir den von hier aus nicht gesehen? Obwohl, naja, na. War wahrscheinlich direkt hinter einem Baum oder sowas, keine Ahnung. Wie gehen wir hier? Nee, hier kommen wir nicht rauf. Schade, ich dachte, wir können da raufgehen. So powered by Aussicht genießen und so. Oha. Okay. Okay. So, da hinten ist wieder ein Kürbis. Warum kann ich einfach mal ein paar Melonen rumstehen? Warum immer nur Kürbis? Was hat dieses Spiel mit diesen Kürbissen? Ist doch nicht mehr normal. Guck mal, da hinten ist Gras. Oh ja, hier ist richtiges Dschungelgebiet jetzt. Das sieht geil aus. Ja, das ist doch Dschungelgebiet hier. Nicey dicey. Das sieht hübsch aus. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Kriegen wir hier auch Kakao? Gab es überhaupt Kakao? Ja klar, doch, klar gab es Kakao. Schon wieder. Dachte gerade, ich verwechsel das mit meinem Test, aber nein, unter Minecraft gibt es auch Kakao. Da hinten sind die richtigen Dschungelbäume da. Da geht es dann richtig hart los, hinten auch. Aber an diesen kleinen Bäumen müssten, glaube ich, auch Kakao wachsen, ne? Ja, dahinter, ja, da war schon Kakao. Die nehmen wir mal direkt mit. Wegen Weil kann nicht schaden. Ich hoffe nur, wir können es in dem Stadium auch abbauen. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, das hier jetzt ewig warten, zu warten, bis es wächst. Weil die Frage ist, wie lange kann das dauern? Ich meine, wir kommen hier sowieso zurück. Ich lasse ihn hier einfach mal hängen. Und guck mal, ob wir hier das irgendwie markieren können, damit wir später wissen, aha, you fucked up und wir müssen hier nochmal lang. So ungefähr. Bam. So, da ist wieder eine Schlucht. Eine Schlucht. Oh ja, eine kleine süße Schlucht. Eine nicht der Rede wert Schlucht. Aber keine Melonen, so weit das Auge reicht. Das ist doch hart deprimiert, aber was ist denn hier los? So, da hinten ist dichter Dschungel. Also wenn da auch keine Melonen sind, dann zweifle ich langsam an allem. Guck mal, da hinten ist auch Kakao. Oh, Alter, ich liebe Dschungelbiomen. Ich meine, um hier wirklich sich richtig niederzulassen, ist es mir ein bisschen zu dicht. Aber, kann man einfach so abbauen? Ja, ja, okay, man kann es auch so abbauen. Da kriegt man zwar nur eins, aber man kriegt immerhin welches. Dann bauen wir das nochmal direkt ab hier. Dann haben wir so ein bisschen schon ein bisschen was. Oha. Ich blick das nicht, keine Melonen. Draußen wird es immer weniger. Aua. Upsala. Ah, da ist eine reife Kakao. Da, dann, klar, da wo ich nicht rankomme, da ist reifer Kakao. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Ist doch jetzt nicht euer Ernst hier. Holy moly, abgefuckte Scheiße. Bitte was? Oh, ja, die ist richtig dunkel. Oh, okay, also das hier sieht geil aus. Ui, oh. Im Dunkeln ist gut. Oh, hier ist Mammutbaum. Oh mein Gott. Oh, Alter, ey, jetzt wo ich jetzt wieder spiele, vermisse ich irgendwie die Zeit so
Mein Turn. Irgendwie bin ich gerade froh, dass wir hier wieder Mindclone spielen. Ich meine, man kann beim Mindclone leider nicht so viel machen wie bei meinem Kreativserver, ne? Also es gibt hier keine Technik-Mod, es gibt hier keine. Also es gibt halt nicht so viel wie bei, ne, bei meinem Kreativserver. Aber dafür hat er seinen ganz eigenen Charme. Und keine Wassermelonen weit und breit. Ist das nicht schön? Ich sterbe gleich. Ja, ne, keine Wassermelonen hier, whatsoever. Ich glaube, ja, ne, komm, wir kehren um. Das bringt dir gar nichts. Oha. Watch your steps. Or you fucking die. Los, rauf mit dir. Ich bin der. Was? Wie heißt das? Ah, genau. Ich bin Tarzan. Ich wollte gerade sagen, ich bin der König der Löwen, aber das war was anderes. Oh, das ist ein Schaf. Boing. Habe ich früher auch gerne gemacht, in so richtig dichten Dschungeln bei diesen großen Bäumen von Baumkrone zu springen. Aber erstens sind es dafür hier viel zu wenige. Und zweitens muss man dafür immer erstmal auf einen raufkommen. Klar, man kann sich natürlich auch einfach mit Sand hochbauen, aber das nimmt ja direkt den ganzen Spaß. Ne? Man muss erstmal gucken, wie man am besten auf einen raufkommt und dann, wie lange man sich von einem zum nächsten hangeln kann. Aber wie gesagt, das geht halt nur in einem Wald, wo es auch extrem viele von diesen Bäumen gibt. Und hier sind ja eher so ein paar vereinzelte. Das wird hier nicht allzu lange funktionieren. Da kommst du vielleicht 3 Meter und dann musst du eh wieder runter. So, gehen wir mal wieder runter. Und dann gehen wir mal nach Hause. Wassermelonen gibt es hier eh keine. Wir wurden komplett verarscht. Unser gesamtes Leben ist eine Lüge. Da oben ist auch Kakao, sehr schön. Aber wir sind hier unten. Wie deprimierend. Wie deprimierend. Oh. Schon viele Schluchten. Haben wir schön viel zum Erforschen später, ne? Weil wir werden hier auf jeden Fall noch ein paar Mal hingehen. Das könnt ihr aber wissen. Das ist Kakao. Egal, warten wir jetzt. Dann ist auch reifer Kakao. Den nehme ich mal mit. Bei denen lohnt es sich wenigstens hinzulaufen. Keine Wassermelone. Das ist so deprimierend. Tja, wenn ich mir das Video in der Postproduktion angucke, also nie, werde ich jetzt 20.000 Melonen sehen, die ich hier übersehen habe, jetzt beim so lang laufen. Das ist ja Classic. Ich meine, so leicht zu übersehen sind die jetzt auch nicht, aber es ist zumindest jetzt hier erschwertes Schwierigkeitsgrad. Einfach weil hier alles grün ist. Die haben zwar einen sehr uniken Look, aber wenn hier alles grün lookt, dann lookt es scheiße aus. Da. We need more food. Mikrosumpfgebiet. Ja, siehst du, kann ich ja nochmal, hatte ich ja letzte Folge drüber gesprochen gehabt, ne? Wie war das hier? So, guck, wenn man jetzt mal hier oben guckt, da so, bei Parameter 2, 13, da sieht man nämlich hier, die Parameter 2 ist 13 und hier ist es 28
Und darüber wird halt die Helligkeit gesteuert, also die Farbe als solches. Nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbe als Ganzes. Und darüber wird halt auch das mit diesem Dry Grass gemacht, dass halt dieses gelbliche Gras halt einen anderen Parameter 2 hat. Und ja, darüber wird halt die ganze Farbe gemacht. Und dementsprechend gibt es halt nicht so wie beim Minecast, dass halt Dry Grass ein komplett anderes Node ist, sondern Dry Grass ist halt genau das gleiche Node wie normales Grass, nur halt mit einem anderen Parameter. Es wird dunkel, scheiße. Wie sieht man Licht? Wirklich extrem stürmisch. Holy shit, es hat Gewitter angesagt. Ja, nur bewölkt, also Gewitter ist nicht. Ah, wer weiß. Ja gut. Ah, überlief. Egal. Der eine Eisen kann auch bleiben, ganz ehrlich. Aber ist das nicht geil mit dieser, mit diesem, ne, mit diesem, dass man die Fackel einfach so halten kann und dann das Licht ist. Ich meine, klar, manche können sagen, oh wow, das ist ja total OP. Aber ich meine, klar, aus Sicht von meinem Test und aus Sicht von meinem Klon. Mag es vielleicht ein bisschen OP sein, weil es normalerweise nicht geht. Aber dadurch, dass es in der Realität gehen würde, muss ich sagen, es ist etwas, damit kann ich leben. Ganz anders. Damit kann ich jetzt aber nicht leben. We need more speed! Oh oh. Oh mein Gott. Und wir haben keine Nahrung mehr. Also keine erhöhte Sättigung mehr. Weswegen wir nicht mehr rennen können. Was hart deprimiert ist. So wird es ohne aussehen. Alter, man sieht ja gar nicht mehr. Und so haben wir jetzt wunderschönes Licht. Vor allem, das ist auch so von der Atmosphäre her geil. Was? Hat immer nicht auch ein anderes Sichtfeld? Dann halt nicht. Kann man die Kürbisse überhaupt essen? Nee, ne? Die Kürbisse konnte man gar nicht essen. Eben, die Kürbisse, die bringen gar nichts. Wow. Na egal. Jetzt haben wir vier Stück davon. Was soll's? Ist halt so. Da machst du nichts, außer heulen. So, ab ins Bett. Sehr nice. Und hier ist nichts gewachsen. Ich glaub das nicht, Krieg. Ist doch was zur Hölle. Ah, egal. So, ja, mit dem Melonenabbau hat das eher so wenig funktioniert. Will sagen, gar nicht. Aber gut, ist halt so. Dann schmeiße ich jetzt mal die Öfen an, beziehungsweise ich mache noch mal ein paar Öfen. Und wir haben aber auch gar nicht mehr so viel Gestein, ne? Vielleicht sollten wir dann doch noch mal ein bisschen Gestein abbauen.
haben wir hier irgendwo eine kleine Mine, wo ich mal ein bisschen buddeln kann. Nee. Achso, na wow. Jetzt geht natürlich diesen. Scheiße. Jetzt gehe ich natürlich gerade dann weg, wenn ich den Ofen hier in Betrieb genommen habe. Es geht ja leider nicht. Holy moly! Und sie haben keinen Platz mehr. Gut, dann füge ich hier immer noch ein bisschen Feld an. Das heißt, wir können bis hier. Und dann können wir bis hier. So, Ofen ist aus. Kann ich jetzt getrost das Gebiet verlassen, ohne Angst haben zu müssen, Kohle verschwendet zu haben. Immer wenn man Sachen aus dem Ofen rausnimmt, kann das sein, dass man dann auch XP bekommt. Weil da kommt immer dieses Geräusch. Ich müsste mal unten auf die Leiste dann mal achten. So, wir brauchen eine Mine. Ganz viel Stein. Haben wir eine Mine? Da hinten, das ist doch aus wie eine Mine. Die gute alte Mine. Und wenn hier auch ganz viele Pflanzen sind, vielleicht haben wir dann hier irgendwo eine Melonengebiet. Kann das sein? Ist das. Ach nee, ist. Ja, wow. Hier ist noch Wasser. Egal, bin ich auch mit zufrieden. Erst können wir hier Tropfengestein abbauen. Vor allem auch Kohle. Und zweitens weiß ich nicht. Genau. Gestein. Das kann ja nur was Gutes sein. So. Hallo, Melon? Hallo. Ibims, eins Ronny. Nirgendwo gibt es fucking Melon. Ich glaub das nicht. Glaubt nicht. Ah, Schande. Ach scheiße, siehst du jetzt? Jetzt haben wir zwar Kakao mitgenommen, aber gar kein Dschungelholz. Fuck. Wir brauchen auch Dschungelholz, um Kakao anbauen zu können. Oder wächst die Scheiße auch an normalen Bäumen? Glaube nicht.
Ja, Mist. Ah. Ja, Springenfeld, ja. Da gehörst du hin. Ich finde es ja auch krank mittlerweile, was für Ausmaße dieses ganze Vegan-Getue genommen hat. Ich meine, okay, ja, wenn man sich dazu bekennt, im echten Leben keine Tiere zu töten, schön und gut, bin ich voll dafür. Aber wenn es denn so weit geht, dass man selbst innerhalb von Spielen, wie zum Beispiel in Mindklon, wo man ja zum Beispiel Tiere halt einfach aufgrund der Spielmechanik quasi dazu genötigt ist, Tiere zu töten, um zum Beispiel, weiß nicht, bei Mindklon oder auch bei Minecraft natürlich, an Leder zu kommen durch die Kühe, dass es denn Spieler gibt, die sich davor echt sagen, nein, ich nehme kein Leder mehr von Tieren, weil, ich weiß nicht, ist nicht ein bisschen übertrieben. Ist nicht ein bisschen sehr übertrieben. Auf der anderen Seite, was ich ganz cool finde, etwas, was ich sehr löblich finde, ist, die sind jetzt am Überlegen, hier in der EU, per Gesetz zu verbieten, also hier, diese Hühnerschredderer zu verbieten. Ne? Ich meine, es ist jetzt hier nichts, worüber ich mich jetzt hier ausbreiten möchte, einfach weil das Thema nicht sehr schön ist. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja? Das heißt, für die Leute, die sich da so ein bisschen interessieren für, können ja gerne mal googeln. Die werden sich sehr freuen. Finde ich sehr schön, dass da endlich mal was gemacht. Alter, jetzt ist alles mit einmal. Vorhin waren wir Ewigkeit und jetzt. Verarscht mich selber. Der ist einfach alles gewachsen. Was ist los hier? Hä? Der hier ist einfach alles gewachsen. Ja, gut. Wir waren gerade mal 5 Minuten weg. Was zur Hölle? Verstehe ich nicht. Verstehe ich gerade und gar nicht. Wenn ich jetzt noch eins esse, kriege ich Schaden, ne? Die kriege ich nicht. Hä? War das nicht so, dass wenn man vergiftet ist, man Schaden bekommt beim Essen? Also beim weiteren Essen? Was bringt das denn überhaupt noch, dass es vergiftet ist, wenn es gar nichts macht? Sehr suspekt. Sehr, sehr suspekt. So. Wir wollten. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Cobblestone, ja. So, wie viel Klingenstone haben wir denn jetzt schon? 16. Das ist ja grandios. Ist ja quasi. Ja, keine Ahnung. Wie viel brauchen wir? Wir haben 6, 24, 48 brauchen wir. Ja, nicht ganz, da hinten brauchen wir ein paar weniger. Du kommst nach da. Wir können mittlerweile wieder ganz viel Brot backen. Brauchen wir uns nicht mehr von Gammelfleisch ernähren. Aber ich mag meine Döner. Ja.
drauf geschisselt. Warum bekomme ich Kartoffeln, wenn ich noch... Seit wann bekommt man die denn bitte schon zurück? Normalerweise, wenn man doch die Pflanzen abbaut, noch bevor sie fertig gewachsen sind, bekommt man doch normalerweise gar nichts zurück. Meine, das finde ich geil. Nice. Cool. Okay, easy. Das macht natürlich das Planung oder die Planung in Zukunft wesentlich einfacher, weil man gar nicht mehr planen muss und man die Sachen einfach beliebig wieder abbauen kann. Finde ich geil. Finde ich sehr entgegenkommt. So, wir haben mittlerweile 33. Dann machen wir uns daraus mal endlich mal hier so ein paar von Stone Bricks. Wie viel brauchen wir? 48. Ich mach mal 40. Ihr habt nicht so gereicht. So, die Frage ist, ich würde gerne. Ich weiß nicht. Was halt auch geil wäre, ist vielleicht, wenn wir das Haus hier doch in die Richtung noch ein bisschen erweitern und quasi hier in das Wasser reinbauen. Würde das optisch so gut aussehen, wie ich mir das gerade in meinem Kopf-Gehirn-Prozess vorstelle, oder eher nicht so? Ich würde mal sagen, wir probieren es einfach mal, ja? So, brauchen wir noch ein bisschen Holz. Danke, 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 danke. Alles weg, alles muss raus. Sommerschlussverkauf. So. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6. Ich finde, by the way, scheiße, dass man nicht im Wasser zählen kann. Außer wenn man unter Wasser ist. So, wow, dann bin ich jetzt genau hier bei meinem Bett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, passt doch. Passt doch. 1, 3, 4, oh, 5, 6. 1, 2, 3, passt. Ja, doch, ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, passt. Perfekt. Easy peasy. So, brauchen wir auf jeden Fall noch viel mehr Cleanstone. Naja, viel mehr nicht. Hier haben wir gar keinen mehr. Oh doch, wir haben einmal Cleanstone. Ist ja eine cleane Sache quasi. Ja, guck mal hier, der Balken wächst dabei wirklich weiter an. Ist ja krass. Cool. Da backt man sich quasi seine eigene Erfahrung. Das ist ja genial. Wir machen mal noch mal. Immer her damit. Achso, na gut, okay, dann halt nicht. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Scheiß die Wand an. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was war das denn gerade für eine Aktion hier? Hey, ich rede mit dir. Du Porno. Der letzte. 1, 2, 3. So, sind die Außenpfeiler, die Außenbräuler schon mal fertig.
Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das. Ich würde halt unten erstmal nur so ein Simschen bauen. So ungefähr. So, du musst auch noch weg. Das Karton? Okay, interessant. Ja, war wirklich Ton. Nice. So, würde ich mal sagen, machen wir aber am besten gleich mal wieder Folgenpause hier. Ist ja schon wieder spät, ist das. Wow. Wieso hat denn gerade mein PC so Ausschlag? Verstehe ich gar nicht. Oh, ist auch egal. Ja, dann. Würde ich mal sagen, sieht man sich dann später irgendwann mal wieder. Und wenn nicht, bin ich wahrscheinlich gestorben. Genau. Jutchen, bis dann.